Ein Joint Blunt, das ist wie das Leben, verstehst? Die Dosis macht's aus. Die Dosis macht's, verstehst? Wenn du eine Überdosis Leben gibst, verreckst. Und wenn du zu wenig gibst, dann verreckst du auch. Du musst genau das Mittelmaß erwischen. Und dann musst du es genießen, genau wie das Leben. Manchmal, wenn ich aufwache, dann bilde ich mir ein, dass endlich passiert ist, ja alles ist vorbei. Dass die Welt nicht mehr steht und dass keiner mehr lebt. Dass kein Vogel, kein Käfer, kein Grashalm mehr gibt. Manchmal, wenn ich aufwache, dann bilde ich mir ein, dass sich keiner mehr wehrt, muss ja nicht sein. Dass keiner mehr aufsteht, bloß ich ergeben und starr. Und ihr, so bin wie mein Vater mal war. Manchmal, wenn ich aufwach, dann bild ich mir ein, dass ich arbeit und buckelt, nicht froh bin und frei, mich mit 65 hinleg und wart, bis ich stirb und meine Kinder bloß wissen wollen, was sie mal kriegen. Manchmal, wenn ich aufwach, dann bild ich mir ein, dass ich alles, was mir gesagt wird, gleich glaub und nie schrei. Dass ich im Erdinger Moos draußen einen Flughafen bau und jeden Tag mehr unsere Landschaft versau. Manchmal, wenn ich aufwach, dann bult ich mir ein. Obwohl ich nix hör ich trotzdem den Schreien. Und obwohl ich nix riech ich trotzdem den Gestank von Menschen, die es umgebracht haben in unserem Land. Manchmal, wenn ich aufwach, dann bald ich mein, dass ich mit all den anderen Kanacken rausschrei. Und dass die Leute, die mir 20 Jahre meinen Dreck weggeräumt haben, auf einmal nur Abschaum und Luft für mich sind. Manchmal, wenn ich aufwache, dann bild ich mir ein, dass ich mit meinen Kindern nicht rede, sondern schrei, dass ich eher nur lerne, wie man Ski tut und kriecht, bis mein Bub seine Kinder ganz genauso erzieht. Ja, und manchmal, wenn ich aufwache, dann wünsche ich mir so, dass mir jemand die Angst nimmt, die Angst vor dem Tag, oder dass mir irgendwer sagt, dass das alles nicht stimmt, was ich jeden Tag wieder mit eigenen Augen sehe. Ich mag's eigentlich bloß sagen können, ob jetzt da 20 da sind oder 2000. Natürlich, wenn ich ein Konzert hab, da wo 700 Stühle drin sind, mittlerweile geht's mir nicht mehr am Arsch vorbei, ob jetzt da bloß 20 sitzen. Aber selbst wenn nur 20 da sitzen würden, dann war ich halt nicht die Kassel-Ruther Spatzen, die halt dann sagen, ja, das sagen wir ab, sondern ich darf halt vor denen 20 spielen, weil ich mir sag, das, was ich zum Song hab, das kann ich auch vor 20 sagen. Und das ist vielleicht halt, ja, das ist halt, dass ich was zum Song hab einfach. Ich denke mir halt, ich wäre in die Tradition der Geschichtenerzähler einsteigen. Die hat es immer schon gegeben. Die wandern in Afrika von einem Dorf zum anderen und die sind bei uns auch von einem Dorf zum anderen gewandert. Die sind gekommen, dann sind sie beim Wirt gesessen und alles war Start, wenn die zum Erzählen angefangen haben. Und so war es halt bei mir auch von Anfang an. Dann schauen wir, ob es was bringt und je nachdem verlangen wir mal. Gibt's da was noch? Ja, toll schon hier. Vielleicht gehen wir rein, was du machst, oder? Ja, warte, eine Minute, dann geh ich Ja.
kleine Schifflotte draußen auf dem Meer. Treibt 100.000 Delfine vor sich her. Sie treiben zum Strand, bis zu uns hört man's schreien, wenn's ihr nicht Beich aufschlitzen und die Kipf oberschneien. Bis zu die Knie stingen sie im Blut, Wasser brodelt und dampft. Das ganze Meer bäumt sie auf in einem Todeskampf. An Luther haben's erschossen, am Reagan geht's gut. Der Busch bastelt Bomben und die Welt schaut zu. Aber für ihn war dieser Tag wie jeder andere. Da ist er aufgestanden um 7 in der Früh. Er hat sich gewaschen und kein Bett und die Zähne hat er sich putzt. Und danach ist er in die Arbeit spaziert. Auf dem Buckel haben sie's draht, so trocknet's aus. Sie wackeln und zappeln und ihre Augen reißen's auf. Mit einem Haken schlagen's einer bei lebendigem Leib. Am Band auseinander und sie lachen nur dabei. Hinterher mehr auf der Straße kleine Kinder, die spielen. Und ein Tourist, der sie unbedingt der Ketten kaufen will. An Luther haben's erschossen, am Hussein geht's gut. Der Kohl liegt weiter und die Welt hört zu. Aber für ihn war dieser Tag wie jeder andere. Da ist er aufgestanden um 7 in der Früh. Er hat sich gewaschen und kein Bett und die Zähne hat er sich putzt. Und danach ist er in der Arbeit spaziert. Motorsägen klappern Holz, splittert und kracht. Alle 20 Sekunden einer und dies Tag und Nacht. Ein Gebiet so groß wie Bayern in 24 Stunden. Gestern war's ein Wald, heute ist Wüste und Sand. 600 Jahre hat er braucht, bis er so groß gewesen ist. In ein paar Stunden war's ein Kastel, zwei Stühle und ein Tisch. An Kennedy haben's umgebracht, am Papst geht's gut. Der Weizsäcker vergift uns und die Welt schaut zu. Aber für ihn war dieser Tag wie jeder andere. Da ist er aufgestanden um 7 in der Früh. Er hat sich gewaschen und kein Bett und die Zähne hat er sich putzt. Und danach ist er in die Arbeit spaziert. Er kommt um 8 Uhr von der Arbeit heim, trägert und miert. Der Chef hat ihn gefickt, er greift nach seinem ersten Bier, sucht die Kinder und er findet's im Kinderzimmer tot. Die Gurgel durchgeschnitten, das ganze Zimmer war rot. Seine Frau hängt im Speicher, die Tochter hängt dabei, er steht fassungslos davor, er kann nicht einmal schreien. Ein kleines Schüttel um ihren Hals, ein paar Zeilen hat's noch geschrieben, sie hat so Angst vor der Zukunft und kann nicht mehr leben. Aber für mich war dieser Tag wie jeder andere. Da bin ich aufgestanden um 7 in der Früh. Ich hab mich gewaschen und kein Bett und die Zähne hab ich mir putzt und danach bin ich in die Arbeit spaziert. Ja, für uns alle war's ein Tag wie jeder andere. Da sind wir aufgestanden um 7 in der Früh. Wir haben uns gewaschen und kein Bett und die Zähne haben wir uns putzt und danach sind wir in die Arbeit spaziert. Filmt jetzt schnell. Wenn man hier einen Kaffee macht, die Leute wollen wissen, wie sie da selber einen Kaffee macht. Macht dann mit Filter, da ohne Filter, schiebt da alles zusammen, sauft dann mit Satz oder ohne Satz, verstehst du? In so einem kleinen Ort und in so einer kleinen Schule hat man die Kinder von der ersten bis jetzt nicht mehr, aber damals bis zur 8. Klasse. Und ich habe damals den Sport gegeben und da war ich natürlich mit ihm immer beieinander. Dazu muss man sagen, er war nichts auffällig. Er war ganz ein gewöhnlicher Bub. Was er immer hatte, eine ausgezeichnete Stimme und ein ausgezeichnetes Gehör. Er konnte sofort jedes Lied aufnehmen und fehlerfrei nachsingen. Er war einer, der die Stimme halten konnte, die man also sehr gut für mehrstimmigen Gesang brauchen konnte. Er war einer, der im Kanon nie umwarf, an den sich die anderen einhalten konnten. Und einer, der sehr gern sich traut hat, da steige ich rauf und singe, auch wenn er es noch gar nicht so gut gekonnt hat. Er hat sich, in Bayerisch steht man sagen, nichts geschissen. Er hat also wirklich, hat man damals schon gemerkt, Angst hat er keine. Da ist er schon, der Hansi. Das ist wohl in der 2. Klasse.
Ich war mal eine Zeit lang ein Bauer von meinen Alten. Dann war ich mal eine Zeit lang der Lehrling von ein paar Küchenchefs. Dann war ich mal eine Zeit lang Mechaniker. Dann war ich mal eine Zeit lang arbeitslos. Dann war ich mal eine Zeit lang, weiß ich nicht, wie es bin ich halt wahrscheinlich eine Zeit lang Liedermacher oder was weiß ich was. Und dann bin ich halt, weiß ich nicht, eine Zeit lang Rentner. Und dann bin ich eine Zeit lang tot. Die ist gleich ohnmächtig, du. Das ist gleich so der Schrucke, die Arme. Oh, Scheiße. Nix da? Ja, Säcke hier. Das ist ja richtig gemein. Ich habe euch am Anfang ein bisschen da geschaut, weil ich gesagt habe, Herr, das ist schade. Er hat immer gesagt, das bringt doch eh nichts. Das ist ja, weil ich gesagt habe, Mensch, das Kind, jetzt hast du Koch gelernt. Hast Mechaniker gelernt, überall hast du wirklich gut gearbeitet, überall haben sie dich gern mögen. Mensch, jetzt schmeißt du da jetzt deinen Beruf hin. Halt, mir redet halt so, gell? Wie es halt hergeht. Ah, sagt Papa, mein Gott, sagt er, das musst du mir überlassen, sagt er, ja, sag ich schon recht. Sag ich, mir ist gleich, was du machst. Aber schau bloß, reinlassen. Schau bloß, habe ich gesagt, dass du nicht runtergehst. Ich vertell mir dein Plätzchen, was du machst. Ich habe gesagt, das ist vielleicht der Anfang ein Plätzchen, gell? Aber jetzt natürlich, weil ich halt doch ein bisschen. Damals hat es ja für nichts Geld gegeben. Und der, wenn er also tatsächlich gesagt hätte zu seinem Vater, du kauf mir eine Ziehharmonika oder beispielsweise eine Gitarre, dann hätte er gesagt, wahrscheinlich du spinnst wohl oder so. Und erst im Nachgang wäre gekommen, ich habe kein Geld. Und dann, wenn er das Ding gehabt hätte, dann hätte ihm keiner, na, da wäre sein Vater nicht in der Lage gewesen, da 6 oder 10 Mark, was damals eine Stunde gekostet hat, zu geben. Und so wie er singt, wäre es wahrscheinlich sogar falsch gewesen. Es war damals schon so, dass, ich sage immer, dass auch Musik ein Vorrecht der Wohlhabenden war. Erstens hatten die Instrumente und zweitens hatten die auch das Geld, dass sie einen Lehrer zahlen konnten. Einzige Instrumente, die man bei uns lernen konnte, war also auch wieder beim Trachtenverein. Die hatten 1 oder 2 Ziehharmonikas, die sie immer brauchten zum Schubleiterl spielen, und da hätte er vielleicht eine geliehen bekommen, aber er mit seinem Verhalten hätte man wahrscheinlich auch keine geliehen. Ich hätte mir gar nicht gewusst, bringt das wieder zurück. Wie geht's? Ja. Ich nehme dir meine Post hier, gell? Ja. Okay, alles klar. Von meiner Firma Rechnung, was habe ich mitgebracht? Das da? Ja. Von dem Zeug vorne? Mhm. Ja, okay, alles klar. Danke. Bitte. Was machst du heute? Ich habe einen Schrank beim Ingrid fertig machen. Ach so. Der Ingrid hat schon angerufen, aber ich habe wirklich geschlafen. Gestern ist es spät geworden. Schau her, das ist der Robert. Das ist der Robert und das bin ich. Das ist der Linke. Und der Rechte ist mein Bruder. So eine richtige Ahnengalerie habe ich da. Ja, wir waren halt Designer, verstehst du? Das ist sowas ähnliches wie wir und unser Haus da, das war halt praktisch die Staffelbruck von Weißbach. Also der Ortsteil Staffelbruck ist praktisch das Glosschirmviertel von Reigenhall, das ist praktisch slummäßig. Und so wie es halt in jeder Familie einen Bläden gibt, oder einer, auf den es halt abgewälzt wird und einer ist halt der Dummi oder was, so gibt es halt auch in einem Staatssystem die Bläden, die für alles verantwortlich gemacht werden und so. Und da waren halt praktisch wir in dem Dorf, wir waren praktisch die Staffelbruck, wir waren so das Lamm. Gerade, dass wir in den Garten zum Scheißen rausgegangen sind, aber wir waren halt so die Designerin. Wir waren nicht Designerin, wir waren nicht Erd beim Söllner, die sind da drum. Designerin waren wir halt. Das ist okay, sag ich mir, verstehst du? Das ist okay. Ich bin eh lieber Designerin. Bevor ich gar nichts bin. Ach, das. Geh runter. Michi. Okay, alles klar, oder? Andererseits geht es halt das Argument, dass sonst immer hinten dran sein. Ja. Argument,
Und da haben sie echt ein Problem, die Österreicher. Ja, aber sonst mit also, das haben sie echt, Entwicklung. Irgendwie haben sie da. Da haben sie einen Minderwertigkeitskomplex. Dabei ist es nicht schlecht, wenn du hinten drauf bist. Ich bin gern hinten drauf, sagt sie. Dabei fährst du nur als Erster voraus. Das ist doch unlogisch. Ich bin gern hinten. Ja. Droh. Ja, Mensch, Kinder, das ist aber so eine Sache. Das ist halt alles so einfach mit dem Auto, verstehst du? Das ist halt irgendwie ein riesen Umweg hier. Ja, eben, das. Das Gebirge ist hier. Das ist das Gebirge, da möchte ich schon gerne über das Gebirge fahren. Frau bringt gerade ein Kind auf die Welt, der Kind ist gar nicht wui. Und vom ersten Tag weg, da wird's malträtiert. Zigaretten drucken's aus auf ihm, ein kleiner Finger bricht und kein gutes Wort hat's gehört. Eine Frau möchte gerne ein Kind abtreiben, weil's kein Kind brauchen kann, aber ein alter Mann bestimmt, das Kind kommt auf die Welt. Bestimmt war die Entscheidung nie leicht, aber alter Mann sagt es heut, Kinder kosten ein Geld. Hey, alter Mann sagt es heut, Kinder kosten ein Geld. Er hat sich so ein schönes Haus gebaut, so lang hat er gespart, und über Nacht haben sie ihm einfach genommen, was ihm gehört. Jetzt gehört der Bank sein Haus und er, der Depp, kann die Miete nicht mehr zahlen. Und der Bank ist scheißegal, ob's du frierst. Und der Bank ist auch egal, ob deine Kinder Hunger haben. Und der Bank ist scheißegal, ob's du eine Arbeit hast. Am liebsten weiß der Bank, wenn's dich umbringst. Weil dann die Bank kein Ärger mehr mit dir hat. Ja, weil dann die Bank kein Ärger mehr mit dir hat. Und auf der ganzen Welt ist Krieg. Jetzt tu endlich was dagegen. Für das haben sie die schließlich geweiht. Ein Haufen Geld haben wir dagegen. Auf der ganzen Welt werden die Leute abgeschlacht. Alle haben wir gespinnt. Du bist alle bei Vetter, wo ein verhungert, sind's da trennt. Jetzt hab ich so lang hab ich zugeschaut und so lang hab ich gewartet, dass irgendein kleines Zeichen kommt von euch. Und ein bisschen mehr Respekt hätte ich eigentlich schon von euch erwartet. Hey, hungrig haben wir gewesen, aber euch war es total gleich. Die Nazis sind noch mehr geworden, heute liegt es noch weg und schaut euch doch um. Krieg ist im Land. Nur mehr Polizei, nur mehr Gewalt, aber ihr habt eine Party feiern müssen letzte Nacht. Hey. Nur mehr Polizei, ja nur mehr Gewalt, aber ihr habt eine Party feiern müssen letzte Nacht. Ja, ihr habt eine Party gefeiert die letzte Nacht. Und auf der ganzen Welt ist Krieg, du endlich was dagegen. Für das haben sie die schließlich geweiht, ein Haufen Geld haben wir dagegen. Auf der ganzen Welt werden die Leute abgeschlafen, alle haben wir gespinnt. Ja, du bist alle bei Vetter, wo ein verhungert, sind's da drin. Auf der ganzen Welt sterben 40.000 Kinder jeden Tag. Aber du gehst bloß in die Kirche, damit der Papst was zum Fressen hat. Auf der ganzen Welt verfault groß, was die Welt nicht erfressen kann. Aber ihr habt euch eine Flieger grad für den Irakkrieg gebraucht. Auf der ganzen Welt, auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt ist ein Krieg. Der Feuer will weg, du Depp! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ich bin auch mit dem Radl da. Mit dem Radl kommst du fast überall hin. Sowieso, und gesehen, da ist es auch. Genau. Fast zu Hause auch damit?
Ja, ich fahre jetzt durch ganz Österreich wieder heim. Echt? Aha. Wo spielst du jetzt noch? Morgen spielen wir in Neunkirchen. Genau. Neunkirchen. Der Mann mit dem Zopf, ja was? Und ja, dann fahren wir halt langsam schon wieder warm, bis wir in Salzburg sind. Super. Also, ja. Okay. Für dich. Ich wünsche dir. Ciao. Ciao. Jetzt aufpassen. Klar. Für dich. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Man versucht aber irgendwelche Schlüsselerlebnisse oder irgendwelche Momente aufzudecken, wo ich mich entschieden habe, dass ich jetzt Liedermacher wäre. Also ich kann es halt nur ganz ehrlich sagen, ich habe mich entschieden, dass ich nicht viel arbeite in meinem Leben. Das war meine einzige gute Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Dadurch habe ich viel Zeit gehabt für mich, dadurch habe ich viel mit mir zum Tor gehabt, dadurch habe ich nicht meine Zeit verblendet für andere Leute, die mir halt, weiß ich nicht, 12 oder 15 Mark in der Stunde gegeben haben, für das, dass ich meine Zeit, ich bin halt viel Zeit mit mir unterwegs gewesen, ob jetzt an der Isar oder irgendwo. Ich habe halt immer wahnsinnig viel mit mir zum Tor gehabt. Vielleicht ist das gewesen. Dass ich halt einfach meinen Weg gesehen habe und ich habe gesagt, du musst bloß nur drauf tun. Und die anderen senken und stehen halt da. Also das ist halt einfach, ich bin halt einfach gegangen. Da sind wir in meinem Windschatten. Ja, ja, genau. Ich habe gedacht, dass die diesen... Ja, ich meine, der hat natürlich auch nicht so gut. Mein Lamborghini-Film ist so gut. Oh, das ist da. Ich muss mal reinschauen, damit das Zeichen so zugeht. Wo will der auch filmen, oder? Fahr nicht drauf zu. Wo? Fahr nicht drauf zu. Da? Ah, ich bin so. Oh, yeah. Oh. Zwei Buben aus einem guten Elternhaus zünden einen Penner an. Dann schalten sie einen Walkman ein, ganz glücklich sind sie und froh. Ein Mensch krümmt sich vor Schmerzen, ein Mund geht auf und schreit. Aber da drinnen fährt die Polizei zum ersten Mal vorbei. Ja, da drinnen fährt die Polizei zum ersten Mal vorbei. Zwei Glatzköpfe in einer dunklen Straße, der Albaner geht von der Arbeit heim. Er freut sich jetzt auf seine Kinder, seine Frau macht ihn bestimmt gerade Essen warm. Eine Putzkolonne verwischt alle Spuren, er war zum Schluss bloß nur blutiger Brei. Aber da drüben fährt die Polizei zum zweiten Mal vorbei. Ja, da drüben, da fährt die Polizei zum zweiten Mal vorbei. Am Schulhof steht der brave Onkel, der allweil was Gutes hat. Und weil's nix über Drogen wissen, kaufen sie ihm alles ab. Ein Vater findet seinen Buben am Scheißhaus und keiner war dabei. Aber da drunten, ja, da fährt die Polizei zum dritten Mal vorbei. Da drunten fährt die Polizei zum dritten Mal vorbei. Ein kleines Kind wird vergewaltigt, ein alter Mo fickt's langsam tot. Ein Kameramann verdient einen Haufen Geld und seine weißen Lackschuhe sind ganz rot. Sie schlachten ihre eigenen Kinder,
Sie gingen neben uns und alle sind frei. Aber da draußen fährt die Polizei zum vierten Mal vorbei. Ja, da draußen, da fährt die Polizei zum vierten Mal vorbei. Ich steh im Mingerdrom vorm Saturn-Hansa, möcht mir die neue Bob Dylan-Platten holen. Ich steig aus und ich spähe mein Tier zu. Ein paar Minuten, ich bin eh gleich wieder da. Da packt mich irgendwie am Arm, ich dreh mich um und mit 30 Mark war ich dabei. Es gab so viele wichtige Sachen zum Machen, aber an mir kommen's nie vorbei. Es gab so viel wichtiges Zeug zum Machen, aber an mir kommen's nicht vorbei. Darum möchte ich euch heute sagen, das Einzige, was wir noch haben, den einzigen Vorteil, den wir noch haben gegenüber denen da drumherum, das ist der, dass wir zusammenhalten können. Und wir müssen denen da drumherum vormachen, dass es auf der Welt nur eine Chance gibt für uns, wenn wir wirklich zusammenhalten. Wenn wir endlich einmal sehen, dass alle Menschen auf der Welt gleich sind. Egal was für einen Glauben das haben, egal was für Hautfarbe das haben, egal wo sie herkommen. Die Welt gehört uns alle. Hey Stadt, heut sagt ihr mal, was ich alles mach für dich. Hey Stadt, und dann sag du mir mal, was du alles machst für mich. Hey Stadt, heut sagt ihr mal, was ich alles mach für dich. Hey Stadt, und dann sag du mir mal, was du alles machst für mich. Nein, wir sollten wirklich ein bisschen kleiner Dinge einfach, wirklich. Wir sollten unsere Großstädte aufteilen. Es soll ja einen Ansprechpartner geben. Es soll ja einen geben, der gut organisieren kann, das kann nicht jeder. Es soll ja einen geben, der gut einteilen kann. Es soll ja einen geben, der gut reden kann. Der halt dann sagt, okay, er ruft sich halt umeinander und sagt, wann habt ihr denn alle Zeit, wir müssen dann mal ein bisschen miteinander reden, wie wir das jetzt machen oder so. Und dann triffst du dich halt dann am Samstag, dann ist halt von dem Frau da und von dem ist der Mann da und, oder irgendwas, verstehst? Und dann wird da drüber geredet und dann, ja, was, wer kann was machen, wer hat wann Zeit, wer hat wie viel Geld, wer steckt Arbeitszeit ein, wer gibt Geld her, wo kriegen wir die Bäume her, wo kriegen wir das her, was tun wir hin, als Blämekästen, welche Farben wollt ihr gerne haben, so einfach das. Ja, diese Art Selbstverwaltung, wo du das Gefühl hast, du hast wirklich was da für dich und nicht für irgendein Arschloch. Hey Stadt, heut sagt ihr mal, was ich alles mach für dich. Hey Stadt, und dann sag du mir mal, was du alles machst für mich. Ein bisschen lauter, wenn's geht. Hey Stadt, heut sagt ihr mal, was ich alles mach für dich. Hey Stadt, und dann sag du mir mal, was du alles machst für mich. Ich geh in die Schule und lern bloß das, was du glaubst, dass ich wissen muss. Ob mich das interessiert dich nicht, das ist dir total wurscht. Von Anfang an probierst nichts anderes, als dass du mich hinbirgst, wie du mich brauchst. Ich lass mir's gefallen, weil ich mir denk, du wirst schon wissen, was du da machst. Dann geh in die Arbeit und ich buckel 8 Stunden lang jeden Tag meinen scheiß Job. Und von dem Geld, das ich verdiene, ziehst mir du sofort 2/3 ziehst mir ab. Und ich beim Markt immer noch bleiben, gehen drauf für Wohnung, Gas und Licht. Und ich mach Schulden auf der Bank, dass meine Kinder nicht erfrieren.
Jetzt, auf geht's. Hey Start, hey Start, hey Start. Hey Start, hey Start, hey Start. Hey zuckt der Irrwoll. Wenn ich allein bin, und die meisten Leute auf dieser Welt sind allein. Verstehst? Ob das jetzt ein Streibel ist, oder ob das jetzt ein Kohle ist, oder ob das irgendein Söllner ist, oder irgendein Ausschauer. Verstehst? Ich komme mich halt jetzt wirklich als einzelner Mensch um einen Blärmitupf besser kümmern, als um einen ganzen Garten. Europa oder Deutschland ist unverwaltbar im Grunde genommen für mich, auf einer menschlichen Basis unverwaltbar. Es geht die Menschlichkeit immer dabei drauf, weil du ja wahnsinnig viele Menschen gleich behandeln müsstest eigentlich. Und jetzt ist halt einmal so, dass es auf der Welt 5 Milliarden gibt und jeder denkt anders. Wenn wir unsere Städte aufteilen und wir geben die Leute ein bisschen mehr Verantwortung mit und sagen ihnen, das gehört euch jetzt, passt, aber ihr müsst euch halt einfach, ihr könnt es nicht einfach versüffen lassen. Ihr könnt es nicht, also Ghettos entstehen ja nur dadurch, dass irgendwas hingestellt wird, was wahnsinnig monoton und eintönig ist, aber wo halt der, wo da rein muss in das Ghetto auch weiß, das gehört mir alles nicht. Und die meisten glauben ja, es ist alles nur vorübergehend. Drum kümmern sie sich einen Scheißdick drum, ob ich in die Wasserhähne tropfen oder nicht, ob jetzt der Fensterstock ausfällt, weil er ja immer noch glaubt, irgendwann einmal komme ich da raus. Wenn er weiß, er bleibt da drin und sie schenken ihm das. Verstehst? Und sagen, du kannst damit machen, was du magst. Verstehst? Nur du musst da drauf aufpassen. Da hast du deine Besitzurkunde, das gehört dir jetzt. Verstehst? Dann fällt dir kein Fensterstock raus. Dann wird dir kein Dach undicht. Dann tropft kein Wasserhahn. Dann passt das selber auf, dass das so ist. Und darum finde ich halt, dass dieser Zusammenschluss von vielen Ländern, im Grunde genommen, es mag schon sein, dass es für diesen Apparat oder für das, was sie vorhaben an Verwaltung, angenehmer ist, weil es ja jetzt Computertechnik gibt und da ist alles drinnen und da sind die Straßen und da wohnt der und da wohnt der. Aber für den Menschen selber bleibt ja immer nur bloß der Blärmitopf, in dem er wohnt. Normalerweise gehören alle Grenzen auf der ganzen Welt aufgekommen. Verstehst? Aber jeder Mensch soll irgendwas haben, was ihm gehört, wo er sich darum kümmern kann, wo er sagt, das ist meine Verantwortung. Und das ist das Schöne und das macht den Menschen aus, dass er sich ja wirklich verantwortungsvoll um irgendwas kümmern kann. Aber er kann es halt leider Gottes nur um das, was ihm gehört. Schreibst du meine Kleidung vor meinen Haarschnitt? Schreibst du meine Bildung vor meinen Job? Sogar meinen Glauben schreibst du vor, die Depp zahle und ernähre nur euren Gott. Der bloß mit dem Finger auf mich zeigt, die sollten respektieren und ehren, den der ganze Völker ausgerottet hat oder mit Drogen bekehrt. Kauft deine Drogen, Bier und Schnaps, aber du beschimpfst mich, wenn ich es nimm. Du diskriminierst mich, weil ich rauche, du musst stark sein, du verdienst. Durch Leute wie mich geht es dir doch gut, du müsstest eigentlich dankbar sein dafür, dass man die zahlen für dein Geschwafel, für dein Beleidigen und Lieren. Hey Staat, hey Staat, hey Staat! Größe war immer unverwaltbar, große Reiche sind immer eingegangen. Ob das Römische Reich war oder das Griechische Reich oder was weiß ich, was für Reiche das gegeben hat. Oder das Dritte Reich oder was weiß ich, was auch immer. Es war unverwaltbar. Wenn immer irgendwelche Idioten gemeint haben, sie müssen alles in einem Haus zentralisieren und dann müssen sie von dort aus alle Fäden ziehen. Das geht nicht. Weil die Fäden da in dem Haus kann keiner ziehen. Die zieht nur ich. Wenn überhaupt irgendjemand Fäden zieht, dann bin ich der Fädenzieher von dem Haus. Sie können mir wohl, wenn sie mit dem Flieger drüber fliegen, sagen, hey, da ist eine Solarzelle, ist das überhaupt genehmigt? Und dann können sie kommen und sagen, sie haben da eine Solarzelle auf dem Dach, die ist genehmigungspflichtig. Ja, dann sage ich, ja, dann genehmigst du das halt. Ich bin jetzt schlecht für deine Töchter, Herr Staat. Du schämst dich vor anderen Leuten für mich. Du nennst mich asozial und dumm, sei bloß froh, dass es nur so Blöde gibt. Nur durch die Bläden kannst du reden, die Schleimer, die sich mir beschweren und die die Tint vor den Mund halten, wenn sie miteinander reden. Ich hab mit 30 Jahren es gehalten, Herr Staat, und ich hab gemacht, was du mir sagst. Aber nicht einmal hast Dankeschön zu mir gesagt. Und jetzt, wo ich aufstehe und mich wehre, weil ich finde, dass endlich einmal langt, dann nennst du mich einen Gratler und Verbrecher. Am liebsten stehst du mir an die Wand, du stehst mir an die Wand. Hey Staat, hey Staat, hey Staat, hey Staat, hey Staat, hey Staat, hey Staat. Heute sagt er einmal, was ich alles mach für dich. Hey Staat, hey Staat, hey Staat, sag du mir einmal, was du alles machst für mich. Nur einmal. Hey Staat, hey Staat, hey Staat, hey Staat, hey Staat, hey Staat, heut sagt er einmal, was ich alles mach für dich. Hey Staat, hey Staat, hey Staat, und dann sag du mir mal, was du alles machst für mich. Aber heut
heut, gell? Ja, heut, hey. Schaut euch um, hey. Heut sitzen wir da herinnen. Und da singen wir Blowing in the Wind. Ein paar hundert Leute hocken heute herinnen, die alle für den Frieden sind, oder? Hey, Staat, hey, Staat, hey, Staat, hey, Staat. Schau mal her, hey, Staat. Ein paar hundert, die da heute herinnen, zeigen, dass es auch friedlich geht mit Hirn. Aber im Fernsehen, da zeigst du ein paar Glatzköpfe, die irgendwo randalieren. Du zeigst Chaoten, hey Staat. Ja, du zeigst, wie Pflastersteine fliegen. Du zeigst nicht die Typen, die zum Schutz vor deinen Polizisten stehen und sie rehren. Und ich schau mich heute noch für die Leute, die auf der Startbahn draußen geschossen haben, hey Staat. Aber du magst, dass jeder glaubt, dass wir alle so sind. Dass wir alle so sind. Hey Staat, hey Staat, hey Staat, hey Staat. Hey Staat, hey Staat, hey Staat. Heute sagt er ihr mal, was ich alles mag für die. Ein bisschen lauter, Leute. Hey Staat, hey Staat, hey Staat, und dann sag du mir mal, was du es magst für mich. Schau du dir auch mal, für was ein Staat vielleicht für die kleinen Kinder, die gerade sterben, an Leukämie und für die Eltern, die daneben sitzen und ihre Hände halten und rehren. Deine Zeit ist um und meine auch, und für mich, hey, für mich gehe ich nicht dann aus. Mein Bub hat 60 Jahre vor sich und ich tue alles, dass er das schafft. Du bist kein Vorbild mehr für mich, Staat. Du hast dich rausgefressen vom Geld. Dieser andere Sauschwein verdient und sogar am Hunger von dir erweht. Hast du deinen Spaß und deinen Profit, womit du deinen Völkermord betreibst? Hey Mann, für das, was du da machst auf dir Welt, hat die von uns keiner gewählt. Hat die von uns keiner gewählt. Hey Staat, hey Staat, hey Staat. Hey Staat, hey Staat, hey Staat. Heute sagt er ihr mal. Nur mal, hey Staat, hey Staat, hey Staat, hey Staat, hey Staat, hey Staat, hey sagt er ihr mal, was ich alles mag für die. Ja und dann, hey Staat, ja und dann, hey Staat, dann sagt er ihr mal, was du es bist für mich. Das war halt für mich ein Wahnsinn, wenn man miteinander einfach nur redet und wenn man sich vertragt und wenn man sich nicht neidisch ist um irgendwas, weil der andere, er hat es halt einmal ein bisschen besser können. Und ich finde aber wirklich, die Wurzel allen Übels ist, fang da, wo der Neid dazu kommt. Also in dem Moment, wo ich irgendjemandem um was neidisch bin, kann ich schon nicht mehr, wie sagt man, menschlich denke, weil ja im Grunde genommen ein einziger Gedanke meinen Kopf beherrscht, das ist, ich möchte das auch. Und ich wollte nie was. Ich wollte nur allweil meine Ruhe. Amen. Irgendwann einmal sind sie gekommen, mit den Hund und die Gewehr. Ein wenig Hasch haben sie gesucht, 2-3 Gramm oder mehr. Sie sind reingegangen in die Wohnung und die Leute haben sie gescheit geschlagen. Aber keiner hat irgendeinen anderen verloren. Ja, dann sind sie halt wieder gegangen mit den Hund und die Gewehr. Und wenn sie nur so oft kommen, aber unser Groß gehen wir nicht her. Saufen Wasser für den Durchstraucher, ganz schön für den Kopf. Ich rauch nicht, weil's verboten ist, ich rauch, weil ich mag. Ich rauch nicht, weil's verboten ist, ich rauch, weil ich mag. Ja, was ist eine geringe Menge, gell? Zähl mir eine geringe Menge rein und dann schau ich mal. Ob ich nachher nur mehr eine geringe Menge brauche. Dann habe ich 2 geringe Mengen gehabt, dann ist es ein bisschen eine weniger geringe Menge. Ich habe auch noch mal gearbeitet, ob sie es glaubt oder nicht. Aber wenn ich was geraucht habe, da war mir das Arbeiten einfach zu blöd. Da bin ich runtergegangen, die Isar, schön braun bin ich geworden. Der Chef war kein Weiß in der Werkstatt, scheint halt mich sowieso. Gefreut hat er sich, wenn ich gekommen bin, so arbeite ich schwer, 8 Stunden jeden Tag bullen, für 10, 15 Mark. Da tue ich lieber gleich gar nichts, da war ich doch schön blöd. Ja, da rauche ich mein Groß und dann arbeite ich nicht. Ja, da rauche ich mein Groß und dann arbeite ich nicht. Lass mich saufen, die Tempen, da zieh ich mal gescheit an. Du
Vergeht's gut im Himmel, du bist der Kreuzbrave. Vergeht's gut im Himmel, bist der Kreuzbrave. Ja, der hier ist eben Anfang, der hat am Misthaufen hinten. Sehen Sie Emilia vom Feinsten, der hat eine Frau und ein Kind. Der baut eine Ruhrmau, die ist jung, der wird dann ganz legal. Sein Hahn kann man dumm pflanzen, da sind sie gut aufgekommen, die Buben. Da stehen ganz ums Feld und die Ruhm werden bewacht. Unser Mann hat grundlos auf einmal ganz laut gelacht. Sagt der Hirsi, hey Hans, sitz dich her da zu mir. Und zieh einmal gescheit, oh, bis der Schädel rot wird. Und zieh einmal gescheit, oh, bis der Schädel rot wird. Hey, lass uns auf die Dämmung da, zieh einmal gescheit, oh. Vergeht's gut im Himmel, du bist der Kreisblatt. Vergeht's gut im Himmel, du bist der Kreisblatt. Ja, vergeht's gut im Himmel, du bist der Kreisblatt. So viel Klärzeug hast du gemacht, wirst schon wissen für was. Da schau genau auf den Balkon, die Geranien, wir schieden das Bieren. Ja, das ist was für die Augen, aber ich brauch was für mein Hirn. Ich rauch bloß Marihuana, Lord, ihr Name hier brutal. Und ich rauch nicht wie die anderen, ja, ich rauch halt normal. Vergeht's gut im Himmel, ist der Kreuz, braver Mo. Und neben ihm hob der Strauß wieder am Raubenkopf. Und neben ihm hob der Strauß wieder am Raubenkopf. Ja, und dann schaut er gerade einmal so wie der Strauß, gell. Schaut er so ein nach mir und dann zieht er wieder Gabel und der Stuhl und der Weidel ins Hofbräuhaus einmarschieren. Ich sag der Strauß zu seinem Chef, hey Chef, schau hier da, lass saufen die Tippen, du zieh einmal gescheit an. Vergeht's gut im Himmel, bist der Kreuzbrave. Schwamm, sag was! Leg mir am Arsch! Was? Leg mir am Arsch! Über Stunde. Stimmt nicht, noch. Okay, alles klar. Die schlimmste aller Drogen überhaupt bei uns im Land und bei euch im Land ist Alkohol. Und nicht Marihuana oder Hanf die Einstiegsdroge ist, sondern ein halbe Bier. Weil eine halbe Bier, die kann sich heute 12- oder 13-Jähriger schon überall kaufen und bei der halben bleibt es halt meistens nicht und dann Mutprobe und so, wirf ich es auf, da auf Ex aus und die erste Alkoholvergiftung. Also außerdem kenne ich überhaupt keinen, der schon irgendwann einmal eine Hanfvergiftung gehabt hat. Weil ich kann mich gar nicht erinnern. Die optimalste Lebensweise war die, wenn es ganz ohne Drogen geht. Also wirklich völlig ohne Drogen, ohne Alkohol, ohne Gras, ohne irgendwas. Das war ein Wahnsinn. Ja, das ist. Ja. Der Pfeifer und ein paar, die haben es schon irgendwo nicht überrissen, verstehst? Das ist immer so, der Pfeifer und dann die, die... Verstehst? Das war die optimalste. Dass das nicht geht, das weiß ich auch. Aber ich sage ja nur, dass die... Ja, jetzt. Das war die optimalste Voraussetzung, war die. Und wenn heute einer erinnern ist, der noch nie Drogen genommen hat, dann ist er kein Feigling und keine feige Sau, dann soll er einfach die Finger davon lassen. Es ist wirklich gescheiter. Wenn aber schon Drogen genommen werden müssen, dann bin ich doch der Meinung, dass wir uns, wie in allen Dingen, das kleinere Übel, all dieser Übel raussuchen sollten. Und das ist meiner Meinung nach Marihuana, sprich Hanf. Ich rufe nicht zum Missbrauch von Drogen auf. Ich sag keinem 16-Jährigen, dass er rauchen soll. Aber wenn er sich für irgendwelche Drogen entscheidet, sage ich mir, dann soll er sich nicht für Alkohol entscheiden, sondern dann soll er sich wirklich für was Natürliches entscheiden. Und was nicht natürlich ist, das ist für mich das, was ich da rausreiß, da aufhör, zusammenschneide und rauch. Also ich meine, ich fange dann jetzt Gramm an und dann finde ich irgendwann einmal eine Wurzel, da hängen zwei Erdinger Weißbier dran, dann mache ich es auf und dann schütte ich es in eine Glaslein und dann sage ich, naja, eine Grube wieder ein, lass ihn noch ein bisschen wachsen, dann sind es wieder zwei. Verstehst? Das geht nicht. Also das ist für mich einfach nicht, das gehört für mich nicht dazu. Seit ein paar Wochen ist er wieder vergeben. Seit ein paar Wochen ist er wieder jung. Er fragt die Brausen hinten in der Sonne und sagt, das Arbeit ist mir voll dumm. Er trug nur Jeans und die Haare wachsen mir ins Knack. Er strahlt über das ganze Gesicht. Und ich bin mitten drauf, der Kerl Elvis Presley. Ich weiß nicht, was ist mit meinem Papa passiert. Sein Auto hat er auch schon lang nicht mehr gewaschen. Statt ich mach jetzt Marihuana.
Ja, und auf dieser Sohne bin ich stolz. Der Rasen wird mir mein Marke, wird auf die Wildnis. Oder nein, ich hol's am Nachbarn gezockt. Und weiter bringt er hier mit Wut oder seine Hose noch weggezogen. Und ihr mein Nachbarn gezockt. Wir sollten nicht über Marihuana reden, wir sollten über Hanf reden, weil Hanf einfach wirklich sich wahnsinnig ungefährlich anhört. An Hanf, Hanf, über Hanf, wenn du es redest, da denkt ja jeder an einen Strieg. Über Hanf, wenn du es redest, vielleicht denkt er nur an irgendwas zum Anziehen, vielleicht denkt er nur an irgendwas zum Draufschreiben, aber er denkt eigentlich nicht an Drogen, wenn du über Hanf redest. Marihuana, der Name ist halt einfach wirklich sehr verteufelt worden und ich glaube, wir sollten einfach wirklich nur über Hanf reden, weil Hanf, mein Gott, der ist bei uns angebaut worden im Krieg und nach dem Krieg und vor dem Krieg ist er angebaut worden und Hanf ist in jedem Garten gewachsen, weil sie einen Tabak haben sie nicht anbauen dürfen. Hanf ist immer schon da gewesen. Wenn ich zu meiner Oma gesagt habe, ich habe zwar Marihuana gepflanzt, dann ist es ausgerastet und wenn ich gesagt habe, ich habe einen Hanf, dann hat es bloß einen Kopf geschüttelt und hat gesagt, ja, der Papa auch schon. Schluss hat es dann doch noch kapiert. Drum wachsen jetzt in unserem Rasen, wo der Vater immer liegt. Und jeden Tag in der Früh siehst du das Flocker, die zwei eingehüllt im blauen Rauch. Und hier ist braver Bruder. Ich rauch noch dich. Ganz schön fürs Reisen. Bleibst du ein bisschen wieder hier in der Karten auf, tanzt ein bisschen und schaut sich einmal alle an. Ey. Schaut sich einmal alle an. Und ein schönes Silberfest. Gibt euch. Nein. Und der eine hat einen Hanf daheim gehabt, dann hat sich ein Strick geflucht und aufgehängt und nie rauchen zusammen. Ich frage mich, was gescheiter ist. Das ist mein Arbeitszimmer. Da hat mein Opa schon immer gearbeitet. Da hat dann mein Papa gearbeitet und da habe ich gesagt, da arbeite ich auch. Darum war ja ich einmal amtierender Weltmeister im Hammerwerfen, verstehst? Mein Großvater war arbeitslos, mein Vater war arbeitslos. Und mein Vater hat gesagt zu mir, Bub, wenn du den Hammer siehst, dann schmeißen so weit wie es geht. Das ist recht lieb. So richtig ein lieber, natürlicher Typ eigentlich. Sonst noch irgendwas? Ich habe ihn selber noch nie bei einem Auftritt erlebt, aber man hört ihn oft, wenn er probt oder übt, so in der Nacht oder abends und so, am späten Abend, so sitzt er beim Arbeiten in seinem Bimpfilm da, in seinem Atelier oder was er da hat. Und mehr weiß ich eigentlich nicht. Es ist ja nicht so, dass ich mich entschieden habe, nicht zu arbeiten, sondern ich habe mich entschieden, dass ich nicht für irgendwen arbeite. Ich arbeite ja gern, ich brauche ja die körperliche Betätigung. Du wirst mich nie irgendwo eine Stunde umeinander sitzen sehen. Am liebsten würde ich, wenn ich alles schon gepflanzt war, nur mehr reiner pflanzen. Und ich habe halt Jobs gehabt, da wo ich mir wirklich vorstellen habe können, das kann ich 50 Jahre machen. Ich war einmal in der Gärtnerei beschäftigt, wirklich als Hilfsarbeiter. Da habe ich den ganzen Tag nichts anderes als wie Blärmebeteln umgeräumt. Das war für mich Arbeiten. Das, verstehst? Und mir hat keiner sagen können, dass ich arbeitsscheu bin. Das hat mein Vater nicht, das hat keiner zu mir sagen können. Niemand, weil wenn ich gearbeitet habe, dann habe ich gearbeitet. Also dann habe ich auch gewusst, für was ich es mache. Aber ja, das, was man halt schlechthin unter Arbeiten versteht, dieser negative Touch von Arbeit, das, muss ich wieder in die Arbeit, Scheißdreck, das wollte ich nicht. Haben Sie die Szene dann bald, weil ich möchte putzen aufhören wieder mal. Sagen Sie mal Sie. Du kannst nicht mit dieser Moral, die ich habe, einen Arbeitgeber haben, einen Chef haben. Da wo du sagst, hey Alter,
lass mich heute erst um 10 Uhr kommen, verstehst? Weil dann bin ich besser drauf, für das arbeite ich bis um 7 Uhr. Oder ich arbeite doppelt so schnell. Nein, du musst um 7 Uhr da sein, das, weil da geht's halt los. Und das war halt das, was ich für mich entschieden habe, dass ich es so nicht machen mag einfach. Ich habe mich nicht entschieden, dass ich nicht arbeite. Ich habe mich nur entschieden, dass ich nicht da mitarbeite. Ist okay. Sing jetzt nur Lied, weil es bald wieder Wahl ist und weil ich vorhin so geschimpft habe über ihn. Der hat's aufpassen, ich sag's euch gleich ehrlich. Lasst euch nicht verleiten. Bloß weil er ein bisschen gut reden kann oder so, gell? Der Huber war schon alt, weil nicht normal schon Salzen gibt. Der Huber hat schon alt, weil von der Dummheit anderer gelebt. Aber wurscht, was er auch gesagt hat, keiner hat was gesagt zu ihm, außer lauter. Ja gut, Huber, das hast du schön gemacht, aus dir könnte noch was werden. Das muss er hören, der steht da draußen. Neben dem Gauweiler, der sitzt im Hügelo. Müssen wir aufpassen, nicht, dass er es mitnimmt. Der Huber hat schon alle, weil bloß gescheit geredet schon seit's ihn gibt. Der Huber hat schon alle, weil bloß sich selbst am meisten geliebt. Er hat Leute bloß geärgert und verarscht, nie am Tod was gesagt zu ihm, außer ah, das ist okay. Der Huber hat schon alle, weil alles so hydral wie er es braucht. An allem, da waren die anderen schuld und jeder hat sie ihm geglaubt. Beim Huber haben schon alle, weil bloß Beifall klatscht und genickt, ja. Wir freuen uns, dass die gibt. Ja gut, Huber, das hast du schön gemacht. Wir freuen uns, dass die gibt. Der Huber hat eine Macht gekriegt und die nutzt er jetzt aus. Und von der Dummheit anderer, da lebt der Huber in Saus und Braus. Der Huber wird Politiker und überall kann man hören. Ja, gut, Huber, das hast du schön gemacht. Ja Leute, der Huber gründet eine Partei, Plakate hintauf. Heute sind sie nicht mehr die Juden, heute heißt es Asylanten raus. Und weil sie am Huber alle schon alles geglaubt haben, wollen sie gehen. Ja, gut, Huber, das hast du schön gemacht, aus dir könnte noch was werden. Der Huber sitzt im Bundestag schön braun in Uniform. Und an der Münchner Freiheit, da sind die Letzten abgeschlacht worden. Unser Land ist wieder so sauber, aber die Nazis tun's regieren, ja. Ja schön haben wir das, hast gut gemacht, möchtest unser Führer werden. Und die Moral von der Geschichte, wenn's überhaupt eine gibt, wer nicht weiß, was er bei ihm soll, der weiß das, was er ist. Der eine geht, der andere kommt, Faschisten sterben nicht aus. Hey, schön Huber, ich pfeif auf die, alle Nazis raus. Ja, schön Huber, ich pfeif auf die, alle Nazis raus. Wahnsinn, eine halbe Stunde Pause. Der Garten muss sauber sein, verstehen Sie? Sonst rockt man den ganzen Tag ins Haus. Weil Plastikrasen am liebsten, wo du vom Garten die Schuhe ausziehst. Nichts darf da rumlaufen. Andersrum ist anders. Im Haus, wenn es dreckig ist und du tragst den Regen im Garten aus, das ist wurscht. Verstehst? Aber wenn der Regen eingetragen wird, tut denn das? Ich sag schon auch ab und zu ein bisschen Kracher, ja, wie man sagt. Gell? Ein bisschen Kracher, ich meine. Man sagt, er traut sich halt. Gell? Mein, das steht ja manchmal in der Zeitung, wenn so Artikel drin sind nach einem Konzert. Ja, wir schneiden ja fast jeden Ausschnitt draus und heben es halt auf. Ne? Und das, was halt so ist oft. Er traut sich das sagen, was sich andere nur denken. Über die Politiker und so, gell? Nein, ich sage mal, völlig.
wenn du halt so richtig mitdenkst oder mithörst oder was, was halt oft in den Wirtshäusern geschimpft wird über den oder über den. Ne, und wenn du dort bist, dann hörst du nichts mehr. Ne, trauen sie sich nicht irgendwie. Ich sage ja so, bei mir vor allem, was nicht passt, sage ich es ihm ins Gesicht. Weil das braucht er nicht von einem anderen her, was mir nicht passt, oder? Über ihm oder irgendwas. Und so bringt es halt her. Er sagt es halt direkt. Ne? Ja, ja, er traut sich halt. Ja, das ist aber. Und der Hansi war damals schon, ja, als Norddeutsche, würde man sagen, schnottrig. Der war nicht direkt frech, sondern einer mit der schnellen Goschen. Und wie immer, wenn man drüber lachen kann, findet man es amüsant und sagt, das ist eigentlich ein ganz wiefes Bürscherl und so war er eigentlich auch immer. Und darum, ich habe damals drüber lachen können und wenn man drüber lachen kann, ist man auch nicht beleidigt und das hat er auch so angenommen. Aber ich muss dazu sagen, er hat nie meines Wissens eine persönliche Beleidigung ausgebracht. Er hätte zu dem nie gesagt, du bist der was weiß ich was, sondern hat sich eher an Institutionen gerieben. Da war natürlich der oder der Oberbürgermeister ist halt da die Person, an der er sich reiben kann, aber ich glaube gar nicht, dass es gegen die Person als solche geht. Ja. Der könnte sicher auch mit Gauweiler ganz nett plaudern. Die werden die Dinge die ganze Woche tun, oder nicht? Aber das Fernsehen, wenn da ist, dann tut er so, wie wenn er arbeiten darf, die Sau, die Fauli. Sitzt bloß rum und qualmt den ganzen Tag, irgend so ein gestinkertes Zeug. Wir leben da hier unten. Und wenn ich heute einmal da mit dem Auto rumfahre, wie ein Depperter, dann sagt halt mein Nachbar mal zu mir, sag mal, du Depp, du bist ein bisschen blöd geworden oder was, verstehst? Jetzt sag ich das zu irgendjemandem, weil ich glaube, dass er Mist gebaut hat. Ich bin halt einer, was weiß ich, das liegt halt allein schon an der Sprache, am Sprachgebrauch, an dem, wie ich aufgewachsen bin, wo ich herkomme, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind, wie mein Vater mit mir geredet hat, dass ich einmal vielleicht zu einem schnell sag, du, wenn ich halt. Oh, ich kenn's doch alle, verstehst? Also gerade, dass wir nicht Hand geschüttelt haben, wie es in der Zeitung gelesen haben, was ich alles über den Gauweiler gesagt habe. Verstehst? Jetzt lass einmal aus der Gegend einen Richter sein. Der sagt, der Hans Söllner wird dazu verurteilt, dass er jeden Monat 4.000 Mark extra kriegt. Dass er sich das nur lang leisten kann, dass er am Gauweiler sagt, dass er lutsch ist. Und was ich jetzt, ein altes Lied, ein ganz altes Lied singe jetzt, ein teures Lied. Ich weiß nicht, ob bei euch auch so viel kostet wie bei uns. Und das ist ein Lied, das habe ich einmal geschrieben für eine Freundin, die habe ich kennengelernt, der Viktualie macht in Wien. Und da habe ich dann eine Anzeige gekriegt von der Freundin. Ich mag also gute Freundin. Und dann habe ich jetzt mal, wenn ich das Lied gesungen habe, also wenn ich den Teil von dem Lied gesungen habe, 2000 Mark Strafe zahlen müssen. Und der Teil, der verboten ist, der kommt in dem Lied dreimal vor. Dann waren das jetzt mal 6000 Mark. Jetzt habe ich vorher nur einen Titel gesagt von dem Lied, das war genau dasselbe Teil. Dann waren wir schon bei 8000 Mark und wenn ich zum Schluss so einen Auftrag geschrieben habe, wie hat das Lied geheißen? Ja, da bin ich nicht mehr fertig geworden. Da habe ich ja schon bald einen Kleidergeldantrag beim Sozialamt stellen müssen. Sonst hätte ich nackt auf die Bühne gehen müssen. Jetzt habe ich meinen Anwalt gesagt, hey, du sag mal, gibt es da keine Möglichkeit? Sagt er, logisch. Und er hat gesagt, du liest das, was du nicht singen darfst, einfach aus der Akte vor. Und alles, was du aus der Akte vorliest, hat er gesagt, ist rein informativ. Ich werde euch jetzt informieren. Ich brauche keinen Richter und keinen Staatsanwalt, der mit dem Dorf oder mit meiner Lebensweise nicht konform läuft, der halt praktisch eine völlig andere Einstellung zum Leben hat, weil ich halt wirklich glaube, dass es reicht, dass ich keinem was klaue, dass ich nicht mit 180 durchs Stopp fahre, dass ich keine alte Oma überfalle, dass ich meine Kinder nicht schlage, dass ich meine Frau nicht vergewaltige, dass ich nicht mit dem Hackeln ausgehen wollte und irgendwelche Baum umschlage, dass ich meinen Ölwechsel nicht mache draußen auf der Wiesn. Es reicht, finde ich, dass ich mit allen Menschen irgendwo im Einklang lebe. Aber die Gewalt der Sprache, dass ich da einmal ein bisschen gewalttätiger wäre, das müssen sie mir einfach zugestehen. Weil sonst bringe ich mich irgendwann um oder ich raste halt irgendwann aus und dann kommt irgendein so norddeutscher Hampelmann daher da von Hamburg aber, der mir verzeiht, was ich zu irgendwem zum Sagen habe,
das ist das, was mich einfach ärgert, dass ich halt wirklich in meinem Land von fremden Menschen gerichtet werde. Und das geht nicht auch. Naja, das ist es halt. Keiner kennt mich und alle richten's. Dann steht in der Akte gleich am Anfang, dass ich gewisse Sachen von meinen Liedern einfach nicht mehr singen darf, weil ich das geistige, seelische und körperliche Wohl von Jugendlichen schädige. Also wenn heute einer rausgekriegt, dann hältst du ein bisschen auf, nicht, dass du hast, ich habe an so einem Grüppel gesungen. Jetzt lese ich euch den Teil vor, den wo ich nicht mehr singen darf, und dann machen wir Pause. Also ich darf praktisch nicht mehr singen von dem Lied. Jedes Mal, wenn ich die singen darf, müsst ihr die 2000 Mark zahlen. Mama zieht deine Schürzen aus, schmeißt die in die Uniform, wir sind bei unserer Polizei schon Bläder, nicht was wollen. Das darf ich nicht mehr singen. Das ist also praktisch auch der Titel von dem Lied, heißt Mama zieht deine Schürzen aus, schmeißt die in die Uniform, wir sind bei unserer Polizei schon Bläder, nicht was wollen. Und in dem Lied dreimal kommt der Refrain, Mama zieht deine Schürzen aus, schmeißt die in die Uniform, wir sind bei unserer Polizei schon Bläder, nicht was wollen. Also wenn heute eine Polizistin sitzt, ja, wenn heute eine Polizistin sitzt, was ja ab und zu der Fall ist bei mir, und ich freue mich immer, wenn ein paar da sind, dann sind sie weg von der Straße. Da herinnen haben wir es unter Kontrolle. Also wenn heute wirklich ein Polizist herinnen sitzt, der gerade wieder ermittelt, dann muss er jetzt in seinen Notizblock einschreiben. Jetzt, in dem Moment muss er einschreiben. Hans Söllner kündigt das Lied. Mama zieht deine Schürzen aus, schmeißt die in Uniform, es sind bei unserer Polizei schon Blätter, die sagen, aus der Akte an. Wenn's ihr dann singt, Mama zieht deine Schürzen aus, schmeißt die in Uniform, es sind bei unserer Polizei schon Blätter, die sagen, muss er reinschreiben, das Publikum singt unaufgefordert, ganz spontan. Mama zieht deine Schürzen aus, schmeißt die in Uniform, es sind bei unserer Polizei schon Blätter, die sagen, habt ihr's jetzt auch? Vorklatsche von Karl Mulk. Es gibt ein paar recht liebe, der Großteil aber ist schier. Und gerade von einer besonders schierchen hätt ich ein Strafziel gekriegt. Ich war am Viktualienmarkt, hab's vor der Kraft für den Hund. Und wer ich rauskomm, sieg ich ein blödes Geschau in Uniform. Ich geh zu ihrer Firi und so, hör mal auf, du mit dem Schmarrn. Weil das, was ich beim Metzger war, nicht 3 Minuten waren, doch zum Verhandeln gar nicht fähig. Weil's genuschelt hat wie ein Zau, möcht's mir den Wisch in die Hand geben, das seid ein dumme Frau, ja, ja, ja. Dankeschön. Da kann ich mir ja fast eine Blümchen leisten. Ich sag, dass ich nix ohne von Leuten, die ich nicht kenn. Und dass ihr, wenn's nicht gleich geht, höchstwahrscheinlich ohne brenn. Du seid ein schierer Nachtschirm, das magst du nicht mit mir. Und du warst nicht die Erste, die ich deswegen ohne schmier. Ganz rauf vor Wut, blöds Führerschein! Ja, so es ist nicht so einfach, ich hab mir einfach vorgestellt, dass du einfach das tust, was du immer tust, verstehst du? Das stimmt nicht so ein ja, aber das Auto muss. Weil normalerweise tue ich meine Tage nicht zerstückeln, verstehst du? Wenn ich mir heute vorne mit einen Strauch pflanzen, dann ist das für mich ein Tages. Das ist ein ganzer Tag, da stehe ich auf, dann tue ich mich schon seelisch damit abfinden, dass ich heute ein Loch graben muss. Dann hole ich einen Spaten rauf, dann stelle ich einen Spaten da über das Loch hinkommt, dann gehe ich rein, mache mir einen Tass Kaffee. Dann gehe ich raus, dann grabe ich das Loch, dann gehe ich wieder rein, dann machen wir nur mehr einen Tass Kaffee, dann hole ich den Strauch von der Gärtnerei,
Dann stellt den Strauch neben das Loch hin. So vergeht der Tag und abends buddelt es dann zu und frei mich, dass ich so viel gemacht habe den ganzen Tag. Es ist immer wieder faszinierend, was du schaffst an einem Tag. Gut. Wenn man das als Strauch pflanzt, das ist ja nicht einfach, verstehst du? Du kannst nicht einfach ein Loch rum und einen Strauch reinschmeißen. Ich meine, so pflanzen sie in der Stadt, da wächst nichts. Du musst ihm einfach wirklich eine Gelegenheit geben, dem Strauch, dass er sich mit dem Loch anfreundet, verstehst du? Dass er sagt, irgendwie merkst du dann schon, wenn er die Plätschen hängen lässt, dann mag er nicht rein, dann musst du woanders nur mehr ein Loch graben. Das geht nicht anders, verstehst du? So Sträucher haben auch ein Leben. Du kannst nicht einfach da... Das ist mir gewesen, gell? Oder war das wieder der Kameramann da? Hä? War das ich? Gibt's nicht da. Ich hab doch gerade den Garten sauber gemacht, wie kommt denn der Dreck rein? Achso, ja. Meine Jungs haben Hunger. Ein Schlumpfapfel, blöd. Lass zu einem aussehen. Ich bin auch mal bei einigen, ey. Ich bin genauso, gell? Ja, ja. Und lass mich nicht wieder rausgepasst. Hast du mein neuer Band gefehlt? Ja, ja. Daher. So, mach zu. Die Mama ist jetzt immer rauf. Wir fahren jetzt rauf. Jetzt ist 12, jetzt müssen wir abhauen. Komm. Mit deinem Bus oder wie? Nein, nicht mit meinem Bus, mit meinem Auto fahren wir. Okay? Zieh deine Schuhe an. Vielleicht habe ich es an dem Tag falsch verstanden. Vielleicht ist mir im falschen Hals reingekommen. Es kann ja alles sein. Was natürlich wieder damit zusammenhängt, dass ich die Dittfurt jetzt nicht unbedingt sympathisch finde. Und dann kommt eh schnell was im falschen Hals rein. Aber wenn einer sagt, was sind schon zwei Abtreibungen in einem 20 Jahre langen Sexualleben, dann finde ich, dann ist das schon was in einem 20 Jahre langen Sexualleben. Also, weil ich meine, ich habe auch drei Kinder. Was waren davon zwei schon, die nicht da sind? Also ich meine, ja, wenn ich mir jetzt einen Robert anschaue und einen Dustin, dann sage ich mir, das ist was, was nicht da war. Also ich meine, ich kenne jetzt nicht viele Frauen, die abtrieben haben, aber... Wenn sie dann schon einmal eine drüber unterhält, was sie eigentlich nicht so gern deren, weil sie ja doch ein einschneidendes Kapitel in ihrem Leben war, das, diese Entscheidung zu treffen, dann hat sie sich nie stolz angehört, dass sie sich getraut haben. Und so sage ich mir halt irgendwie, das ist genau so eine Entscheidung, wie der Papst sagt, auf der einen Seite eine Abtreibung bin ich total dagegen, dort ist hat das die Dittfurt für mich halt auf der anderen Seite sehr extrem gemacht. Und dieses Extrem mag ich halt nicht. Weil die Entscheidung, wenn die Frau Dittfurt trifft, dass sie es nicht auf die Welt bringt, dann ist es ihre Entscheidung, dann braucht sie es nicht runter schreien, um Wählerstimmen zu erhaschen von irgendwelchen Frauen, die auch schon abtrieben haben und sagen, ja endlich eine, die muss uns verstehen. Sondern dann soll sie es wirklich für sich behalten, weil ich glaube, dass es schlimm genug ist, dass das was tun müssen. Und dann muss ich halt einfach sagen, wenn einer sowas verzeiht, dann steht es genauso daneben, wie der Papst einfach daneben steht, der sagt, die Pille ist Mord. Das ist mein Sohn, darf ich Ihnen meinen Sohn vorstellen? Das ist der Robert. Er hat ungefähr die Schädelform von mir. Meine Nasen ungefähr da, da ist der Mund, machen wir den Mund auf, da ist der Mund, da kann man reingelangen so. Machen wir Beister, wenn er hungrig ist. Aber nein, sonst ist er ganz normal. Das ist einfach wie ein Kind, wie jetzt andere auch. Aber nein, jetzt! Wie alle anderen Kinder auch, das ist einfach ein Kind. Man muss einfach ein bisschen verstehen. Aber nein, jetzt! Ein bisschen Verständnis für so kleine. Mama, ich kann es doch schon erschlagen, die Grippe. Aber. Au! Jetzt geh ich. Und dann hier, Robert? Ja. Und dann weiter. Ja. Ich geh
gehe sogar so weit in meinem Glauben, dass ich glaube, wenn es auf der Welt irgendwann mal bloß noch geliebte Kinder gibt, dann gibt es auch kein Glück mehr. Bei mir braucht kein Vater erzählen, dass er seine Kinder liebt, wenn er gerade einen anderen Vater da schießt. Und wenn ein Papst dieses ungeborene Leben, um das er sich solche Sorgen macht, so viel wert ist, wirklich, wenn ihm das so viel wert ist am Papst, unserem zweiten Chef praktisch, wenn ihm das so viel wert ist, dann finde ich, muss er ein bisschen was von seinem Reichtum hergeben und denen Leute geben, die kein Geld haben, dass die Kinder anständig aufziehen können. Er war aus Landshut und sein Vater war der Bauer. Und er wollte allweil schon in die große Stadt. Und mit einem Walkman von Sony ist er losgezogen. Und in seinem Hosensack die letzten 15 Mark. Er kommt in Minger an, am Bahnhof an einem Sonntag. Da lernt er die Irmgard kennen und die spritzt Heroin. Am selben Tag hat's ihm nur gezeigt, wie man das macht. Und für 10 Mark ist er die ganze Nacht bei ihr blieben. Er hat schnell gelernt, wie man sich durchschlägt in der Großstadt. Er sitzt beim Kauf auf mit einem Hut und bedelt um Geld. Und wenn die Irmgard abends durchgefickt in sein Bett steigt, dann träumen sie Arm in Arm von der großen Welt. Aber die Träume sind schnell austrammt eines Tages. Da kommt die Irmgard heim und sagt ihm, dass sie schwanger ist. Und nach einem Schuss und ein paar Scheinen, da hat sie es geschnallt. Das Kind muss weg, weil niemand weiß, wer der Vater ist. Von Tag zu Tag wird Irmgard jetzt ein bisschen dicker. Und mit einem Bauch verdienst kein Geld auf der Straße. Aber kein Doktor hilft, kein Paragraph, kein Richter. Und für ihren Stoff haben die Bomark grad gelangt. 10 Monate später kommt in einem Krankenhaus in Schwabing. 1 Monat später kommt auf die Welt 2 Kilo zu leicht. Mit blauen Füßen und roten Augen und auf Entzug. Hörst das vom Brutkasten raus wochenlang bloß schreien. Ein kleiner Bub ist gewesen, 3 Monate, ist er alt geworden. Aber die 3 Monate hat er bloß bedelt, geschrien und gerät. Schnell haben sie ihn tauft, damit die Arme seine Ruhe hat. Hey Leute, soll ich was sagen? Der Papst, der hat nichts gehört. Schnell haben sie ihn tauft, damit die Arme seine Ruhe hat. Hey Leute, aber der Papst, der hat nichts gehört. Es wird schon hitziges Gespräch, merkst du das? Jetzt wäre das schon pumpig. Gregor. Komm, Gregor. Nein, ich habe auch zur Kirche deswegen kein gutes Verhältnis, weil ich immer gehen habe müssen, wie 1000 andere in meinem Alter. Mit 8 Jahren, mit 10 Jahren und Opa und der Oma fahren in die Kirche und du musst halt um 7 Jahre mitfahren. Weil sich das halt so gehört. Und es gibt halt einfach Zeiten in deinem Leben, da kannst du dich nicht wehren. Die gibt es halt einmal, leider Gottes, verstehst? Und da habe ich durchmüssen, wie alle anderen auch. Nur ich habe halt dann den Zeitpunkt überrissen, wo ich mich habe wehren können. Und ab dem Moment habe ich mich halt auch gewehrt. Und der andere sagt halt, scheiß drauf, ist mir viel zu viel Ärger. Das ist dann Arbeit für den. Und das war halt das, was ich entschieden habe. Die Arbeit mache ich gern. Ich bin ein gläubiger Mensch, ein durchaus gläubiger Mensch. Und ich glaube auch wirklich an Gott, weil ich glaube halt auch mit dem Glauben, du musst an irgendwas glauben, weil wenn du an nichts glaubst, dann bist du umsonst da einfach. Das ist halt wirklich. Und ich bin ein absolut gläubiger Mensch, aber ich glaube halt nicht an den Papst. Und der Papst ist halt für mich die Kirche einfach. Und ich gehe auch nicht in die Kirche, weil ich komme ja auch mit Jesus oder mit Gott oder mit irgendwem halt mit dieser höheren Macht, kann ich mich auch beim Spazierengehen unterhalten. Verstehst du?
oder wenn ich mit dem Motorrad fahre, oder wenn ich... Ich unterhalte mich ständig mit ihm, wenn ich irgendwo einen Baum pflanze, oder wenn ich da einen Weiher anlege, oder wenn ich... Das ist meine Unterhaltung mit ihm, und nicht in die Kirche reinlatschen und dann einen Anschaber verlieren und zur Christenmitte nur schön umeinander singen und dann heimgehen und dann Schweinswürstel fressen und dann streiten. Das ist halt nicht für mich. Und was soll ich machen, verstehst? Ich habe ein Stückchen Grund und mit dem unterhalte ich mich. Und das ist für mich Gott, das ist für mich halt einfach mein Glaube. Das ist mein Glaube einfach, verstehst? Lieber Gott, ich danke dir recht, ich bin ein Bayer geworden. Mit einem Hals und... Lieber Gott, ich danke dir recht, ich bin ein Bayer geworden. Ohne Häuser für mich Bauch und furchtbar große Ohren. Stramme Wadl hast mir gegeben und eine große Birn. Ein Schnosen für meinen Schnupf, da war aber furchtbar wenig Hirn. Lieber Gott, ich danke dir recht, hast mich zum Bayern gemacht. Mit dem... Scheiße, nein, jetzt hör mal auf. Jetzt muss ich mal, machen wir später. Jetzt habe ich keinen Kopf zum Singen. Ich bin aber froh, wenn mir das daheim passiert. Stell dir mal vor, das darf mir am Konzert passieren. Ja, dann soll ich sagen, Mensch, ist der halt wieder breit. Nein, es tut mir jetzt wirklich leid. Müssen wir aufhören. Scheiße. Hau das einfach manchmal nicht hin. Dafür hat die so erste ganz gut hingehauen. Da haben sie mal einen ganz hohen Turm gebaut. Den Turm von Babel. Und den haben sie wahnsinnig weit aufgebaut. Weil sie ihn auch wollten zu ihm. Und dann, glaube ich, hat er gesagt, jetzt mache ich einen Strich durch die Rechnung, verstehst? Jetzt lasse ich das oberste Stockwerk Englisch reden. Das andere Stockwerk redet Holländisch, das dritte redet Bayerisch, das fünfte redet Ungarisch, das sechste redet. Und dann hat der Polier abgeschrien: Hey, bring mir mal ein paar Zierklaufen! Hat doch kein Schwanz mehr verstanden, verstehst? So glaube ich war das. Ja, habe ich gehört. Und weil ja der Herrgott der Bayer war, hat er im obersten Stockwerk hat er gesagt: Du redest einmal zuerst so wie ich. Und da waren wir drum. Wir waren immer die, die waren beides da waren. Kennt ein richtig alt bayerisches traditionelles Lied? Da muss man die einfach reinversetzen, verstehst du? Das Lied heißt Ostblock. War der Ostblock nicht im Osten, dann war der Ostblock jetzt da vorn. Wahrscheinlich heißt er dann Westblock, ja wie soll jetzt sonst zum Ostblock sagen. Dann war der Westblock jetzt im Süden und der Nordblock war da drum. Ja und ich war kein Bayer, na sauberes zwei waren. Ja und ich war kein Bayer, na sauberes zwei waren, hey. Wenn der Schwertfisch heut kein Schwert hätte, dann war's kein Schwertfisch, das ist klar. Wenn die Schwulen heut nicht schwul waren, ja dann waren sie doch eh total normal.
Wenn die Großkupfen nicht großkupfert, dann war am Gardasee kein See. Ja, wo fahren denn dann jede Woche die ganzen Blätten hin? Ja, wo fahren dann jede Woche die ganzen Blätten hin? Wenn die Deutschen nicht in Deutschland, dann waren die Afrikaner weiß. Dann waren die Bayern wieder Schwarze, ja, Afrikaner darf man sein. Dann war Ruanda gleich hinter Minge und die Isar war der Nil. Dann hätt ich jetzt sacklich Hunger und kein Mensch darf mir was geben. Dann hätt ich jetzt sacklich Hunger. War jetzt Minge nicht in Bayern, sondern Bayerngang drumrum. Dann waren die Minger da jetzt keine Bayern und sie hätten uns Bayern nichts zum Song. Dann waren die Minger da jetzt die anderen, ja und die Bayern, das waren wir. Dann dann die Minger da jetzt auf uns schimpfen und wir dann's respektieren. Wenn man nicht wurscht, was mir alles wurscht ist, dann werde ich wahrscheinlich deppert werden. Ja, aber wir waren schon immer alles wurscht, sogar noch wurschtiger ist man geworden. Seid bloß Hans Wursten, was zum Song haben und die Normaler nichts mehr reden. Da gibt's für mich bloß nur zwei Rassen, hey, Hans Wursten und die Bläden. Da gibt's für mich bloß nur zwei Rassen, hey, Hans Wursten und die Bläden. Und stellt euch vor, der Tag wird kommen, wo es bloß noch die zwei Rassen gibt. Da werden Hans Wursten Blätter herin, ja und die Blätterin einfach ein bisschen blöd mit. Da sind wir dann da, wo wir zuerst waren, da ist der Nordblock, dann der Drom. Ja und ich bin kein Bayer, nein, Saubreis bin ich geworden. Ja und ich bin kein Bayer, nein, Fischkopf bin ich geworden. Ich war einmal im Trachtenverein, weiß ich nicht, 2 Jahre. Oder 3 oder 5 oder 7 Jahre, ich weiß nicht, wie lange das ich drin war. Solange mir halt der Hut gepasst hat. Und dann ist der Kopf zu groß geworden. Und bei den anderen ist der Hut drüber gefallen. Das war der Unterschied. Darum habe ich das Blätteln aufgehört und die anderen Blätteln heute noch. Und der Hut hängt gerne in die Augen rein. Weil sie wissen ja, wie es drauf haben müssen, ja, wie sie schauen müssen. Die machen das blind. Hast du schon mal einen Blattl gesehen, die Hobby schaut, wo er drauf hat? Er schaut ja wegen gerade aus Vierte, verstehst? Er zeigt dir, dass er es kann. Ich habe immer mitgezählt. 1, 2, 3, jetzt auch wieder auf. 1, 2, 3, jetzt wieder oben. 1, 2, 3, jetzt wieder auf. 1, 2, 3. Und beim Blattl musst du auf die Musik hören und nicht zählen. Sonst verzeihst du. Und dann sagst du 1, 2, 3, 4. Ah, halt, 1, 2, 3. Eins, nur mal, eins, zwei. Und dann futzen sie die runter. Dann blätteln sie die runter. Wir waren auch überrascht, dass ich auf einmal mit der Gitarre und dass ich auf einmal da selber spiele. Und dass wir haben es gar nicht gewusst, dass der Konzerte auftritt. Das haben wir am Anfang überhaupt nicht gewusst. Ja, am Anfang war er in München. Nicht, da war er in München, aber da hat er halt auch wahrscheinlich so, wie sagt man, also so Gelegenheit, so vielleicht bei Freunden oder irgendwie was. Ich weiß nicht, wie das da haben wir wieder gewonnen auf einmal. Er hat sich ganz allein hoch. Der hat sich wirklich, also für seine Ideen, ne? Ja. Vielleicht. Innerlich denkst du schon, gibt's das auch, gell? Aber mein Gott, es ist passiert, man macht's. Und wenn ich von all diesen Schülern, die ich bisher hatte, eine Prognose hätte geben müssen, wer wird denn mal, ein Star? Da wäre mit Sicherheit der Hansi nicht dabei gewesen. Ich versuche immer noch zu glauben, er ist ein Ghostwriter oder was, weil wenn er das alles selber gemacht hat, was der bringt, das ist gewaltig. Das hätte ihm nicht zugetraut. Das war damals nicht erkennbar. Es war Gaudi erkennbar und ein gewisser Witz. Aber den auszubauen, ich kann mich jetzt erinnern, dass ich mich an seine Aufsätze nicht erinnere. Es muss ein Sonntag gewesen sein. Ein Tag mit hellem Sonnenschein. Es war ein Glückstag, ganz gewiss, als unser Bayerland entstanden ist. Es war ein Glückstag, ganz gewiss, als unser Bayerland entstanden ist.
Weichen Hall, meine Heimat, dich lieb ich so sehr. Deine Wiesen, deine Wälder, deine Wohlzeit, dein Bier. Deine Alpenvereine, dein Draht zur Natur. Und dein Stadtbauamt holt dich ab, baut uns alles zu. Reichenhall, meine Heimat, dich lieb ich so sehr. Deine Ampeln, deine Parkplätze, deine Parkuhren, dein Teer. Deine Zahnpfanner, Kinder, jedes Jahr auf der Straße. Reichenhall, meine Heimat, auf dich ist Verlass. Reichenhall, meine Heimat, dich lieb ich so sehr. Deine kahlschorne Hülle, deine blattgewalzten Berg. Deine öligen Preisen, alles schimmert und glänzt. Dein Großstadtverkehr und dein Tumsee, der stinkt. Reichenhall, meine Heimat, ich lieb ich so sehr. Deine jugendlichen Alkoholiker, dein teures Cola, dein billiges Bier. Deine Soldaten am Kaiserplatz, mied und voll träg. Und den Arsch, der davor steht und schreit wie ein Depp. Reichenhall, meine Heimat, dich lieb ich so sehr. Deine Kurgäste, die sie aufführen, wir bin einer alles gehört. Deine Salzburger in Beisel, dein GTI-Club Berchtesgaden. Und deine zusammengesuffen Zöllner, die ist vom Bierzeit aus der Drum. Ja, Reichenhall, meine Heimat, dich lieb ich so sehr. Deine Pfarrern und deine Nonnen, die für'n schönen Huber plädieren. Deine Lederhosen, deine Hosenträger, deine Husten und Speim. Und deine blödblattelten Blattler vom Trachtenverein. Ja, Reichenhall, meine Heimat, was haben's aus dir gemacht? Aus deine Wiesen und deine Wälder, wie der Sau haben's die geschlacht. Haben die aufteilt und hergeschenkt, verrohen und verkauft. Der Untersberg, Untersberg rührt jede Nacht. Ja, der Untersberg, Untersberg rührt jede Nacht. Reichenhall, meine Heimat, was haben's aus dir gemacht? Das hat mir der Herr Branden erklärt. Aus Großgemein. Ich kann mir vorstellen, dass ich da so oben so stehst. Deinen ganzen Leben nicht einmal einziges Mal was in den Topf reinschmeißen, verstehst? Ich glaube halt, dass ich so leben kann. Ein anderer, der, ich sage immer so ein Beispiel, so, ein anderer, der geht halt fünfmal in der Woche ins Training und da ist dann einen Sandsack hilft. Und nur mal ein anderer, der weiß ich nicht, der fotzt halt seine Frau her oder weiß ich nicht, was immer, wie es ist, immer ausleben. Ich kann es halt so ausleben, das ist halt meine Art und Weise, wie ich was verarbeiten kann. Und dann gibt es halt Leute, die werden kriminell oder knacken ein Auto, weil sie irgendwas halt einfach ausleben müssen. Oder die meisten Kriminellen sind ja nicht gern kriminell. Also ich meine, braucht mir ja keiner erzählen, dass das schön ist, irgendwie, wenn es ständig ärgert. Jeder möchte halt gerne seine Ruhe haben. Also ich glaube, das ist das, was der Mensch als erstes erreichen möchte, das ist, dass er nach getaner Arbeit einfach Ruhe hat. Und das ist bei uns nicht so. Du arbeitest 8 Stunden und dann geht es erst richtig auf, dann bist du da unter dem Stress, du musst in die Kneipen, du musst da hin, du musst diesen, verstehst? Also du kommst eigentlich, aber der Mensch wünscht es immer. Währenddem er im Stress ist, Mensch, hätte ich jetzt gerne mal Ruhe. Und wenn er sich dann einmal eine Stunde hinsitzen kann, dann sitzt er sich nicht hin, dann sucht er sich irgendwas, wo er keine Ruhe hat. Also ich glaube, dass man das lernen muss auch. Und so schreibe ich halt auch Lieder, weil ich mir halt die Ruhe nehme. Ich sitze mich halt dann hin, ein anderer sagt, das mache ich später, das mache ich morgen, das mache ich dann, das mache ich. Ich habe halt einfach, mein Gott, irgendwann einmal habe ich mich hingesetzt und habe halt irgendwas aufgeschrieben, was mir eingefallen ist. Und habe halt gerade 3 Griffe auf der Gitarre genommen und dann ist das erste Lied entstanden. Dann rauche ich jetzt noch schnell einen Joint, damit dieser Bifelstein ein bisschen mystischer wird. Dann mache ich den einfach mit einem anderen Feeling. Deswegen mache ich den irgendwie so blutsmäßig. Dann wird das so Wurzelfraß. Ich bin schon mal als Lehrling nicht gewusst, wie meine Zigaretten hinter so wie die gekocht habe. Und du hast das Sieg, ist das ein Küchenchef in der Hand, haut er da runter. Der Chef schmeißt ihn aus. Bist du ein bisschen so bist du immer am Essen hin.
Und da sind die Kippen wieder ins Fressen reingefallen. Die Leute hat es geschmeckt und gut war. Ich hatte da so ein komisches Zeug drin, das war wirklich fantastisch. Du wirst immer das Beste über dich sagen. Das wird immer dabei sein, dass du, ich bin das Nonplusultra. So normalerweise, wenn es alle so leben dann wie ich, dann war auf der ganzen Welt Frieden. War's auch nicht da. Verstehst? Weil ich bin nicht, ich mag schon gerne mal Ruhe, aber ich habe auch gerne mal einen Streit und ich habe auch gerne mal was zum Überlegen und ich habe auch gerne mal was zum Erlernen und ich habe auch gerne mal was zum weiß ich nicht jetzt. Verstehst? Das brauchst du als Mensch. Also wenn du nur deine Ruhe hast, du brauchst halt dieses gewisse Maß von allem irgendwo, verstehst? Du bist halt ein Teil von der Welt und alles brauchst du ein bisschen von der Welt. Du brauchst die Wärme ein bisschen von der Welt und die Kälte ein bisschen von der Welt, das Wasser ein bisschen von der Welt, die Luft ein bisschen von der Welt. Du brauchst alles ein bisschen von der Welt. Darum glaube ich nicht, dass irgendwann 40 Jahre für irgendwas geschaffen ist, was er immer macht, wenn sich immer was ändert da draußen. Nichts schaut nächstes Jahr so aus, wie es dieses Jahr ausschaut. Bloß du musst genau dieselbe Arbeit machen. Das ist doch unnormal. Also da kann ich doch nicht mehr leben. Und da sage ich mir halt dann, also da gehe ich halt dann wirklich das Risiko ein und das Risiko bin ich halt eingegangen, dass ich mit vielleicht, wenn ich das Glück habe, 2 oder 3 Konzerte im Monat genauso viel verdiene wie als Mechaniker, vielleicht habe ich 200 Mark weniger, aber dann brauche ich mich doch nicht, verstehst? Dann bin ich halt einfach ich, dann kann ich halt da, was ich mag, dann sage ich, okay, am Samstag spiele ich und am Sonntag nicht. Bohrischer Krautmann, warst schon so lang nicht mehr da. Hab schon so Sorgen gemacht. Weißt, wo du mehr kommst. Komm, sitz dich hier zu mir. Ist genug Platz für uns alle da. Rück mal ein bisschen zusammen. Dann wird es schon gehen. Kommst so viel umeinander. Triffst so viele andere Leute. Siehst so viel von der Welt. Es wird sich hier und verzeihen. Kommt hinter dein Pfeifel an. Dann lass mich einmal ziehen. Bohrischer Krautmann, schön, dass ich dich wieder mal sieh. Eine Feier hat bringt mich noch. Viel geredet und gelacht haben wir und gelacht. Viel geredet und träumt haben wir und träumt. Ich glaube überhaupt, dass jeder Mensch, also die meisten Menschen, die haben halt durch das irgendwie was nicht leben. Die meisten sind halt in irgendeinem Trudel drin und da kommen sie halt nicht raus. Ein Schuldenberg, die falsche Frau, die falschen Kinder, das falsche Auto, alles ist falsch, bloß er ist richtig. Und dann denke ich mir halt irgendwann, müssen wir doch checken, dass vielleicht sollte man sich selber zuerst einmal ändern, bevor man immer alles andere ändert. Und darum schreibe ich jeder. Sachen, glaube ich, im Leben, wo du musst aufpassen.
verstehst, das musst du checken. Ich bin total davon überzeugt, du musst wachsam sein. Das ganze Leben musst du wachsam sein. Es kommen Tage für jeden Menschen, du musst einfach bereit sein. Da bin ich total überzeugt davon. Dass manche Leute einfach wirklich arbeiten und dann kommt der Doktor und dann checkt es nicht, dass der Doktor ist nicht arbeiten, dann hängen sie über ihre Autos, über ihre Fleischhaufen, die es gerade zerlegen oder was, verstehst du? Dann checkt nicht, dass einer Doktor ist heute. Und weil ich immer ganz wenig gearbeitet habe, habe ich immer viel Zeit gehabt. Ich habe diese Tage immer total gemerkt. Das ist echt gewesen. Eins. Passt das? Und diese Situationen gibt es ja immer, die wird es in 20 Jahren geben, die wird es in 100 Jahren geben, die hat es vor 200 Jahren schon gegeben, verstehst? Dass immer irgendjemand irgendjemanden braucht hat, dass er seinen Weg findet oder dass er ein bisschen reinkommt, dass er sagt, ja, das kann ich auch mal probieren oder das, ah, das macht er gut oder das, verstehst du? Die hat es immer schon gegeben. Mein Gott, ich bin halt ein Wanderprediger. Ganz einfach, hey, schau her, ich mach das vor. Da gehen wir einen Schritt, gehen wir hintere, aber vier, gehen wir zwei. Das ist ganz einfach, da schau her, ich mach das vor. Da gehen wir einen Schritt, gehen wir hintere, aber vier, gehen wir zwei. Ja, vier, gehen wir zwei, vier, gehen wir alle bei zwei. Tu dich nicht täuschen, wenn er sagt, er ist dein Freund. Wenn er alles weiß von dir, kann's leicht passieren, er wird dein größter Feind. Wenn er deine Hand nimmt, dann muss er schon spüren, wer vor ihm steht. Schau gern in die Augen, dein besten Freund, und wenn es ist, schaut er nicht weg. Ja, wenn es ist, schaut er nicht weg, hey, wenn es ist, schaut er nicht weg. Das ist ganz einfach, da schau hier, ich mach das vor. Da gehen wir einen Schritt, gehen wir hintere, aber vier, gehen wir zwei. Ja, vier, gehen wir zwei, hey, vier, gehen wir alle bei zwei. Tu dich nicht täuschen, wenn wer sagt, dass er dich mag. Gib lieber dem, der zu dir sagt, dass er dich hasst, eine kleine Chance. Und wenn heute ein Nazi neben dir sitzt, reden einfach an. Und überzeugen, dass er falsch denkt, sonst bist wie die da drum. Sonst bist wie die da drum, sonst bist genau wie die da drum. Ja, genau, ja. Das ist so einfach, schau halt hier, ich mach das vor. Da gehen wir einen Schritt, gehen wir hintere, aber vier, gehen wir zwei. Ja, vier, gehen wir zwei, vier, gehen wir alle bei zwei. Würde nicht täuschen, wenn wer sagt, dass er die braucht. Das haben schon so viel gesagt, und wir sie es gehabt haben, haben sie uns bloß missbraucht. Eine schönere Welt, sagen sie alle, die gibt's bloß miteinander. Ja, warum seid ihr da nicht hier rund bei uns? Jetzt gebt's uns endlich die Hand, hey, gebt's euch alle die Hand, hey, halt mal endlich alle zusammen. Das
ist so einfach, schau halt hier, ich mach das vor. Da geh mal einen Schritt, geh mal hinter dir, aber vier, ich geh mal zwei. Das ist so einfach, schau halt hier, ich mach das vor. Geh mal einen Schritt, geh mal hinter dir, aber vier, ich geh mal zwei. Ja, vier, ich geh mal zwei, vier, ich geh mal alle bei Die Dosis macht's aus. Die Dosis macht's, verstehst? Wenn's der Überdosis Leben gibst, verreckst. Und wenn's da zu wenig gibst, dann verreckst du auch. Du musst genau das Mittelmaß erwischen. Und dann musst du es genießen, genau wie das Leben.